Hallo, ich bin's wieder, der Dicke von nebenan. Willkommen zu einer frischen Folge So ein Kist. Ja, heute gibt's wieder, habt ihr am Titel gesehen, YouTuber Photoshoppen. So, ich füge mal was hinzu. So, seht ihr das? Ich hoff's. Und welchen Photoshoppen wir YouTubern sollen, weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja mal witzig. Chefkoch.de. Kontrafter. So, jetzt bin ich da drin. Wir können anfangen. Ja. Wo fangen wir da an? Der hat so etwas dickere Lippen. So dickere halt. Vielleicht könnten wir die noch ein bisschen dicker machen, indem wir die ausschneiden. Wir nehmen mal hier die tolle Haut von dem. Jetzt kopieren wir den wieder drauf. Stretchen ihn ein wenig. Sieht er aus wie. Ja. Oh Gott, jetzt passen wir das hier noch ein bisschen an, damit das nicht so aufgebapscht aussieht, wie so billig Handy-App. Aber okay, die Lippe. So, da hat er so Tränensäckchen-Augen. Glaub, die kriegen wir auch ein bisschen dunkler hin, indem wir hier den Farbpipette nehmen. Oh. Sieht er nicht fett aus? So, jetzt sieht's aus, als wäre er. Naja. So. Also hier sieht ja diese Reflexion in seiner Pupille. Die Mame schleunigst fort. Machen die Augenbrauen fort. Also erstmal so. So, der hat so eine etwas größere Stirn. Deswegen schneide ich hier mal seine Haare aus. Vergib mir. So, es sieht jetzt aus wie. Diese Billigwerbung da von Shampoo. Übergang hier zwischen H und H müssen wir noch ein bisschen schöner machen. Na gut, jetzt sieht er aus wie ein Dickkopf. Kann man nichts machen. So dieser Konkrafter hier, ne, der hat so einen etwas längeren Hals. Aber ganz schnell ein neues Bild, damit wir den Kack hier hinklatschen können. Und jetzt seinen fetten Hals. Mal wieder die Übergänge fort. Sieht aus wie so ein Rentnerhals, ey. Fünffach Flecken überall. Genau, jetzt holen wir uns diesen fetten Schädel. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt haben wir hier zwei Ohren und zwei Gesichter, wenn man es fett nimmt. Die kann man ganz easy wieder ganz vorsichtig wegretuschieren. So, haben wir den Hintergrund schon mal fort. Fehlt dort die andere Seite. So. Okay, das Monster Concrafter gibt Schlimmeres als ihn. Was ich eigentlich bezweifle mit dem Monsterhals. Ich habe noch eine Idee, wartet kurz. So, jetzt sieht er aus wie ein echter Gangster. Danke fürs Zusehen. Also schreibt mir mal hier unten in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Und also, wen ich so Photoshop soll. Und ja. Vielen Dank fürs Zusehen. War ich mit meinem Leben. Yeah, hey Mario. Let me get a large double.